Ist eine Toilette, da kann ich rein. Ja, kann ich sogar. Hier ist ein Hebel, was kann der? Oh, jetzt kommt Lava rein. Geil. Geil, geil, geil. Jetzt sind wir hier ein bisschen am Arsch. Yeah. Okay. Okay. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hype. Ich bin heute die Memories alle zwei und ein Shader, den ich ausgesucht habe, warum auch immer. Und wenn man so wackelt, dann ist es so verwischt, das finde ich irgendwie cool. Keine Ahnung, warum ich euch das jetzt erzähle, aber ich wollte eigentlich keinen Shader benutzen, aber dann habe ich mir die Shader einfach mal angeguckt, weil ich es halt installiert hatte. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja diesen Shader hier mal benutzen könnte. Das ist der Zeus Shader und zwar, also ich weiß nicht genau, welche Version vom Zeus Shader, aber irgendeine. Und ich finde die jetzt gar nicht mehr so heftig wie den Rudoplay Shader zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, geht der auch voll klar für PvP und so, weil, keine Ahnung, ich finde ihn eigentlich ganz okay, nur dieses mit dem Verwischen, wenn man sich dreht, ist natürlich ein bisschen sehr behindert, aber ich glaube, das geht und ich weiß, viele von euch mögen den Shader nicht, aber ich denke mal, alle paar Episoden oder alle paar Videos kann man ja mal einen Shader benutzen, einfach so, um ein bisschen Abwechslung da reinzubringen. Ich bekomme hier irgendwie die ganze Zeit die gleiche Ausrüstung, ich ziehe die jetzt mal an, so, und ja, ich finde diesen Shader aber eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Vor allem finde ich die Zeus-Shader auch an sich immer ziemlich geil und es gibt auch diesen richtig heftigen Shader auch mit Wolken und alles und das, was so richtig real aussieht. Ich habe mir auch überlegt, den mal reinzumachen, aber ehrlich gesagt habe ich da Angst vor, dass ich dann wegen diesen Lags sterben könnte, weil das wäre natürlich uncool. Ihr wisst Bescheid und warum kriege ich überall die gleiche Ausrüstung? Ich verstehe es nicht. Wenn man schon ein Diamant, ist hier noch eine Kiste? Nein, das ist auch nicht. Okay, dann gehen wir mal schnell wieder hier hoch. Oh, dieses Hühnchen sieht einfach so krass aus im Sonnenschein und ich schub's jetzt runter, hahaha. Hühnchen bekommen keinen Fallschaden, ist mir letztens mal aufgefallen. Ja, die lattern immer so runter. Ist eigentlich ganz witzig. Und ich brauche unbedingt Essen. Ich habe nur ein Steak und das will ich nicht essen, weil, wie gesagt, oder ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich mag so, also Steak und sowas, das bewahre ich mir eigentlich immer bis zum Deathmatch auf, weil das ist richtig krass gutes Essen und dann kann man im Deathmatch wahrscheinlich davon ausgehen, dass man gar nichts essen muss. Und das ist natürlich immer ganz gut und dann kann man ja lieber in der Runde so Kackgammel-Essen essen, statt dann im DM, wo es wirklich die ganze Zeit auf PvP ankommt. Wobei ich jetzt langsam wirklich mal ein bisschen mehr Essen bräuchte als nur einen Apfel. Und vielleicht auch ein Steinschwert und einen guten Harnisch. Ja, dann wäre ich zufrieden, glaube ich. Jetzt aber schon mal ein bisschen mehr Essen. Da unten ist jemand, da unten sind zwei. Natürlich ist es mit dem Glas jetzt ein bisschen sehr behindert, weil es hier überall so rumflackert, aber ich glaube, damit könnt ihr wohl eine Episode lang leben. Ja, das ist jetzt ja nicht so krass mega schlimm und da waren zwei Kobolds in einer Kiste, okay. Ich glaube, ich gönne mir mal schnell die Angel, bevor sich die jemand anders holt, weil die Angel ist natürlich hier ziemlich gut. Also wegen Wasser und so und Boosten und da haben wir ein Steinschwert, das ist geil. Wenn wir hier jetzt in der Kiste einen Harnisch finden, dann... Okay, schade. Hätte ja sein können, hätte ja sein können. Ich habe ein bisschen Angst vor der Höhle, ehrlich gesagt, weil hinter mir einer ist. Ah, ne, das war der Skelettschädel. Ich dachte schon. Und ich habe ein bisschen Angst, weil es hier irgendwie relativ dunkel ist mit dem Shader. Okay, es geht eigentlich. Ich hätte gedacht, es ist dunkler. Also ich war noch nicht in der Höhle mit dem Shader. Ich habe den gerade erst in der Lobby ausgesucht und habe ich so ein bisschen rumgespielt, welche Shader man nehmen könnte. Dann ist mir auch gefallen, dass er hier ganz gut für eine Aufnahme wäre und dann ging es schon fast los und ich musste anfangen. Ich rede irgendwie viel zu schnell und viel zu viel Müll, das ist echt schlimm, aber YOLO. Mal gucken, ob einer da oben beim Jump Run Tower ist. Wenn nicht, dann werde ich da mal hochgehen, weil wenn wir noch einen Dia bekommen oder einen guten Harnisch, wäre es natürlich richtig nice. Ich glaube, es sieht so aus, als wäre da keiner. Das wäre natürlich richtig nice. Lilypads, was sind das auf Deutsch? Das sind Seerosen, genau. Die Seerosen, finde ich, sieht man nicht so gut, ehrlich gesagt. Außer wenn es jetzt im Schatten ist. Aber ich finde dieses mit dem Drehen, das finde ich irgendwie richtig geil. Das kommt irgendwie voll cool. Also ich weiß nicht wieso, aber ich finde es irgendwie sexy oder so. Weiß nicht. Aber ist auf jeden Fall ganz nett mal. Und wenn ihr diesen Shader auch irgendwann also akzeptabel findet, irgendwie alle 10 Folgen mal oder so mit Shader, wenn ihr den hier akzeptabel findet, könnt ihr es mir ja gerne sagen, dann benutze ich den auch alle 10 Folgen mal oder so, weil ich will es halt echt nicht so auslutschen lassen. Also ich will den einfach nicht zu oft benutzen, weil dann ist es nichts Besonderes mehr irgendwie. Und außerdem weiß ich, dass viele von euch den gar nicht so geil finden oder an sich Shader, weil es kommt hier mehr auf PvP an oder so. Ich finde, der hier geht auch voll klar mit PvP, obwohl er irgendwie ein bisschen buggy ist, habe ich das Gefühl. Aber geht schon. So, jetzt darüber und... darüber und diesen Sprung schaffe ich nie. Okay, ich habe ihn geschafft. Okay, ja. Und da haben wir den zweiten Diamanten. Geil. Geile Sache. Ich weiß nicht, wie man hier im Schloss runterkommt, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe eigentlich immer hier und dann springe ich nach da unten, aber ich habe Schiss, dass ich da irgendwelche Seerosen treffe.
Deswegen gehe ich jetzt mal hier rüber. Dann ganz weit und hopp. Dürfte ich eigentlich nichts treffen. Okay, nice. Also dann täuschen wir das hier noch einmal. Und dann machen wir uns ein Dia-Schwert und dann läuft das eigentlich schon. Da könnten wir auch jemanden killen, der einen guten Harnisch hat. Und irgendwie sind gerade richtig viele Leute auf einmal gestorben. Ich hatte übrigens vorhin schon einen Aufnahmeversuch, aber der war irgendwie richtig behindert, weil... Da hinten ist einer. Weil... Ich laufe einfach zum Spawn jetzt. Ich will gar nichts von dem, ehrlich gesagt. Ich will zum Spawn. Ja, okay. Nee, auf jeden Fall wurde ich nicht getargetet, aber dann hatten wir... Also ich war... Es war auf Secure erstmal. Und dann wollte ich meine Chest-Route zeigen und dann habe ich jemanden gesehen und ich hatte halt kein Schwert und keine Rüstung und gar nichts eigentlich so gesehen. Auch so ein bisschen Essen und einen Diamanten. Und der ist mir dann halt die ganze Zeit hinterhergelaufen und hat immer so gelaggt und dann hat er ein Schwert halt. Das habe ich dann gesehen, als ich mich einmal umgedreht habe. Und dann wurde ich halt von dem ein bisschen verfolgt, bis er von dem Typen mit Full Iron gekillt wurde. Dann war meine Chestroot natürlich total im Arsch und ich bin dann in irgendein Haus gegangen und habe da Zeug gesucht. Und dann hat der Typ mit dem Full Iron vor der Tür gekämpft. Ich bin nicht rausgekommen, bin nicht rausgelaufen und dann bin ich durch so eine Gasse gelaufen, wo dann von vorne einer kam. Und dann hat er mich gekillt, weil ich halt, keine Ahnung, nur 4 Hits war mit seinem Eisenschwert, was er wahrscheinlich schon hatte. Weil ich glaube, mit dem Steinschwert 4 Hits. Okay, doch, könnte sein eigentlich, hat er gar keine Rüstung. Und da hinten ist ein Zweierteam, das ist lustig. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Team ist. Ich booste den einfach mal ins Wasser. Und den Typen hier, okay, der laggt auch. Irgendwie laggen viele Leute bei mir. Also echt unnormal viele. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es an denen halt liegt. Aber ich glaube, ich mache jetzt einfach mal mit, weil die ja so viel Zeug haben, was ich brauchen könnte. Die haben beide kein Harnisch, das ist ein bisschen doof. Aber vielleicht haben die einen Bogen oder sowas. Mal gucken. Ja, ich habe gar nicht so ein großes, oder ich habe gar kein Thema oder irgendwas, über was ich reden kann für die Folge hier. Tut mir ein bisschen leid. Außer, dass ich die Angeltextur geändert habe. Wie ihr seht, das ist jetzt rot. Aber wenn sie schießt, ist es halt nicht rot. Das finde ich ein bisschen schade. Der Typ da vorne hat einen Harnisch. Oh, komm zu mir. Oh, komm her. Ich will den Harnisch. Ich will ihn im Wasser bekämpfen, weil im Wasser habe ich mit meinem Tierschwert natürlich den King-Vorteil. Vorteil auf Doom quasi. Ne? Komm her. Oh, der hat so einen coolen Skin. Oh nein, er hat einen Bogen. Dann hol ich mir mal die Pfeile hier. Oh, ist so schlecht. Wie viele Pfeile hat er? Wenn er über 30 Pfeile hat, dann würde er jetzt anfangen zu schießen. Aber hat er wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube, er hat wenig Pfeile. So, dann boosten wir ihn mal ein bisschen nach oben. Oh, komm her. Wow, ein Hit. Wow, zwei Hits beide. Jetzt habe ich 3, jetzt habe ich 4, jetzt habe ich 5. Okay, das war easy. Jetzt haben wir den Harnisch und wir haben Feuerzeug. Und was? Warum kriege ich... Ach so. Ich dachte schon, warum ich Schaden bekommen. So, dann haben wir das, haben wir einen Bogen, jetzt haben wir TNT und Cobwebs. Okay, jetzt sind wir ganz gut ausgerüstet, wenn ich mal so gucke. Und es ist auch schon Deathbed. Was ist denn das für eine Runde? Die geht ja irgendwie voll schnell. Oh mein Gott, das war ja gar nichts. Ich schmeiß jetzt mal den ganzen Crap, den ich nicht brauche, weg. So, wie das hier zum Beispiel alles. So, das noch da, das noch da. Kekse brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchen wir nicht. So, und jetzt hoffentlich ist ein Hacker am Deathmatch oder so, dass ich wenigstens gefordert werde. Ich glaube eigentlich, die Runde ist voll kurz. Ich weiß gar nicht, ob ich 2 Runden mal draus machen soll, weil die Runde war jetzt irgendwie gar nicht mehr so spannend. Aber ich habe auch nicht wirklich was zum Reden. Das ist natürlich ein bisschen doof. Also, ich habe jetzt 3 oder 4 Tage schon nichts hochgeladen. Das liegt einfach daran, dass ich einfach nicht wüsste, über was ich reden sollte in den Videos. Der Typ laggt einfach wie scheiße. Okay, das wird lustig. Oh, hallo. Komm her. Die Crit-Partikel habe ich auch rot gemacht. Also, ich weiß nicht, ob ich euch die mal zeigen kann. Wenn ich mal jemanden critten könnte... ich kann ja mal schießen und dann seht ihr das. Da diese roten Dinger, die ihr gerade gesehen habt, diese roten Sterne, die finde ich eigentlich richtig geil, wenn ich ehrlich bin. Und entweder lagge ich oder der Typ laggt. Okay, ich glaube, der Typ laggt. Denn dann ist noch einer, okay. Wünsche mir einfach mal Glück. Der Typ hat ja ganz gute Ausrüstung. Ich sollte mal was essen. Fällt mir gerade auf. Ich esse mal das Steak. Genau dafür war es ja gedacht. Dann tausche ich das so. Und jetzt geht's los. Action PvP. Und der Typ laggt hier einfach wie sonst was. Und... Da hätten wir ihm schon mal eine Doppel-Hit-Kombo gegeben. 3 Hits. Und, okay, den sollte ich haben. 4. Komm her. 5. Okay. Leute, viele Punkte gegeben. Tut mir ein bisschen leid, dass er gelaggt hat, ehrlich. Weil, war ja nicht so wirklich ein fairer Fight. Ich mache jetzt mal einen miesen Trick. Tue ich jetzt so, als würde ich hier mein Inventar aussortieren. Und wenn der Typ ankommt, dann trifft er schon mal mit seinem Bogen nicht. Ich habe gedacht, der Typ ist gerade rumgelaufen. Wow, er hat mich einmal getroffen. Wow, er ist gut. Da ist noch ein Pfeil. Wo ist der Typ hin? Ich glaube, der Typ ist ganz gut. Der ist auch Premium und hat so einen coolen Namen und so einen coolen Skin. Das sind immer die guten Leute. Komm her, Baby. Komm her. Ich will kämpfen. Habe ich irgendwas Cooles? Ich habe ein Feuerzeug. Ich kann mir nicht noch eins machen. Leider. Man hört meine Makros übrigens voll laut. Das liegt daran, dass meine Maus ziemlich dicht neben dem Mikrofon ist. Tut mir ein bisschen leid, aber... Naja. Dias wird. Ja. Yeah. Er soll nicht heulen.
Oh lol, ich bin in Cobweb gelaufen. Ja, die sollte ich mal ein bisschen deutlicher machen in meinem Texturenpack. Die sind ein bisschen sehr undeutlich. Oh. Jetzt hätte er mich hitten können. Okay, hat sogar gemacht. Und. Okay, gleich viele Hits. Gleich viele. Oh, jetzt hittet er mich gut, aber ich glaube, ich habe ihn auch gut getroffen. Zack. Und da war er tot. Mit einem Schuss. Und das war's von der Folge, Leute. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Eigentlich war es ganz gut. Das Deathmatch hat mir gefallen, außer dass der Typ halt gelaggt hat und irgendwie, keine Ahnung, aber. Ich glaube, das geht durch. Und ich werde auf jeden Fall. Bald, oder ich werde auf jeden Fall in der nächsten Episode erstmal keinen Shader mehr benutzen, aber ich denke mal bald irgendwann mal wieder. Das ist eigentlich ganz chillig, wenn der ab und zu mal mit Shader, ich meine, ich kann es, warum auch nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag. Ich brauche irgendein cooles Hashtag, das könnte man schreiben. Schreibt Hashtag Pets in die Kommentare, weil es gibt jetzt so Pets, die man sich hier kaufen kann und die sind voll teuer, aber naja. Auf jeden Fall Hashtag Pets, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und bis zum nächsten Mal, Leute, auf Ciao.